Mann oder Frau? Das ist hier die Frage und wir nehmen natürlich einen Mann. Und damit herzlich willkommen zu meinem neuesten Let's Test zu DayZ. Ja, ich weiß, DayZ ist ein relativ mainstreamiges Spiel, weil das momentan jeder auf YouTube macht. Oh, wir sind in Kamenka gespawnt. Aber ich habe mir gedacht, komm, ich spiele das sehr gerne und dachte ich mir, komm, kann ich auch mal einen Let's Test machen. Und für alle, die DayZ nicht kennen, die sollten sich mal darüber informieren. Und am besten gleich bei mir, denn DayZ ist ein Survival-Zombie-Apokalypsen-Spiel-Mod. Weil DayZ ist nämlich eigentlich eine Mod zum Shooter Arma 2. Also, naja, nicht Taktik-Shooter, eher nicht sowas wie COD oder Battlefield, sondern so richtig Taktik, wo man auch lange warten muss und es lange dauert und so weiter, bis man einen Gegner trifft und so weiter und so fort, wo jeder Schritt geplant werden muss. Und so ähnlich wie im echten Spiel, also Arma 2, so ähnlich ist es auch in DayZ, denn es kann jederzeit sein, dass von irgendwo hier oben auf dem Berg ein Scharfschütze ist und mich einfach, ja, ein Heli gibt und dann bin ich weg. Und genauso kann von irgendwo ein Zombie herkommen und ich bin auch weg. Tot bin ich nämlich, wenn ich kein Blut mehr habe, beziehungsweise wenig Blut und in Ohnmacht falle oder irgendwie sowas. Und das Blut, das sieht man da rechts oben in diesem Debug-Monitor. Da habe ich nämlich nur 1000, 12.000 habe ich da noch, ne? Bin ja gerade neu gestartet und 12.000 Blut hat man wohl am Anfang. Irgendwie. Und da sieht man ja auch die Zombies, wie viele noch leben und so weiter und meine Humanity und so weiter und so fort. Und hinter diesem Debug-Monitor, mehr oder weniger dahinter, sieht man ein Auge und ein Ohr. Und das ist praktisch unser Wert, inwieweit wir gesehen werden können. Das heißt, wenn ich jetzt hier so mehr so, ja, ein bisschen in gebückter Haltung laufe, dann sieht man mich drei Dinger beim Auge. Und wenn ich jetzt so aufrecht laufe, dann schon fünf. Also sind wir so deutlich auffälliger. Aber weil hier auf dem, ich sag jetzt mal auf dem Land, meistens keine Zombies sind oder auch Menschen, ist die Chance, hier einen Zombie zu treffen, recht schlecht. Und deswegen kann man ruhig ein bisschen aufrecht laufen. Aber sobald wir uns ein bisschen da dieser Fabrikhalle da oder was auch immer das ist nähern, sollten wir uns wieder ein bisschen bücken. So ungefähr. Ja, rechts unten sieht man auch einige andere Sachen. Das oberste ist für die Hitze, also wie warm es uns geht. Das ist zum Beispiel wichtig, wenn man Fieber hat oder man Unterkühlung oder man unterkühlt ist. ja, darunter ist das Trinken. Das denke ich selbsterklärend. Darunter ist die Blutanzeige, also wie gut das Blut ist so, ne? Ob man jetzt, keine Ahnung, blaublütig ist oder eben halt grünes Blut hat, so wie Schreck. Oder und so, ne? Und ganz unten ist dann noch die Nahrungsanzeige, die bestimmt, inwieweit wir Hunger haben. Und was ich auch noch sagen muss, ich werde diesen Test so lange machen, bis ich einmal gestorben bin. Und wie lange das wohl sein wird, keine Ahnung, es kann sein. Wie gesagt, jeder Schritt kann ein letzter sein. Aber es kann auch sein, dass ich jetzt 2 Stunden lang... Was ist der weiße Punkt da? Ist das ein Kaninchen? Alter! Oh, Nervenkitzel pur, ey. Irgendwie sehe ich weiße Punkte. Das sind Zombies, oder? Lol. Ja, Bug using for the win. Jo, da ist einer. Gott, der schwarze Mann, der sieht aus wie der Slenderman. Alter! Ich kann ja geradewegs hier in einen rein. Ach, scheiße. Nein. Oh, der checkt das nicht, der ist dumm. Das ist natürlich jetzt ganz praktisch, dass ich die dadurch sehe, ne? Aber wiederum auch Bug usen, ne? Aber kann ich nichts gegen machen. Und wogegen ich auch nichts machen kann, ist die niedrige FPS. Denn, die Frameanzahl wird auch durch den Server reguliert. Und weil der Server wohl gerade ein bisschen ausgelastet ist, ist meine FPS dementsprechend auch ein bisschen niedriger. Aber ich hatte Bock aufzunehmen und dann dachte ich mir, komm, nimmst du auf. Nee, da ist nichts. Hier in Fabrikhallen und so weiter ist natürlich auch sehr schön. Da findet man natürlich geile Sachen. Also ist natürlich auch hier viel realistischer in der Stadt oder in der Fabrikhalle was Geiles zu finden, anstatt irgendwo in der Wildnis. Ja, aber klingt auch logischer. Aber das sind ja auch natürlich dementsprechend mehr Zombies, also, Lol, kommt schon der Erste. Ich hoffe, der hat mich nicht gesehen. Das Gute ist, Zombies rennen in Fabrikhallen und so weiter auch immer. Fuck, der hat mich gesehen. Lass mich durch! Ja! Lol! Ja, dann merkt man auch schon, dass das Spiel eine Alpha ist, also, ist noch ein bisschen bugvoll. Ja, back dir einen Fisch und so weiter.
Da ist auch noch ein Zombie. Alter. Das machen wir erstmal zu. Aber doch nicht. Hoch, 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 hoch. Schnell rein. Oh Gott. Ich brauche irgendeine Waffe. Da, eine Axt. Axt ist immer da, wenn man sie braucht, ey. Boah, die rennen da schon alle rum. Und natürlich sind hier auch andere Spieler auf dem Server. Was das Ganze nicht unbedingt leichter macht, weil die können dann auch einfach abknallen, wenn sie Lust haben. Und dann nehmen sie dir all die schönen Sachen weg. Und deswegen, normalerweise bin ich ein recht freundlicher Spieler, das sieht man auch an meiner Humanity. Aber jetzt hier in der Aufnahme will ich nicht früh sterben, deswegen knall ich einfach jeden ab, den ich sehe. Falls ich denn meine Waffe bekomme. Ja, ist ja gut, liebe Zombies. Ach Gottchen. Sehe ich schon, ich bin gleich schon tot, ey. So. Also ohne Witz, die Zombies da unten drehen ja schon richtig ab, ey. Ich frag mich gerade, wie ich hier wieder rauskommen soll. Nein, hier ist ein Autoreifen, den brauche ich nicht. Auto zusammenbauen ist, denke ich, noch ein Ziel, was weit, 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 weit entfernt ist. Ja, unten ist nichts. Da. Nee. Okay, hier in Russland kann man aber auch nichts finden, ne? Denn dieses Spiel, das spielt man ausnahmsweise nicht in Amerika. Das spielt. Oh! Alter, what the fuck? Wie kommt der so schnell hier rauf? Oh Gott. Ja, dieses Spiel spielt hier in Russland. Das erkennt man vielleicht auch an den Straßenschildern und so weiter, die wir noch gar nicht gesehen haben. Aber halb so wild. Jetzt müssen wir nämlich erstmal hier wegkommen. Ich hoffe, da kann man irgendwo runter. Alter, ich darf nicht durch das Gelände glitschern. Glitschern! Yo! Voll glitschig ist das, ah! Oder oben geht das Zombie lang. Badam, badam, badam. Okay, wieder ein bisschen hier. Sneaky-Modus, oh Gott, da ist noch einer. Oh, ah. Komm, an den komme ich vorbei. Nein! Ich hab gesehen, der hat mich gesehen. Ah, hier ist nichts. Oh Gott, scheiße! Ist hier irgendwas Cooles? Ja. Makarov, nee, M1911, Magazin und Painkillers. Also hier sind überall nur leere Dosen, ey. Ich will keine Dosen. Da. Ach, scheiße. Ja, hier, Munition für die Shotgun. Nehm die auf. Da. Das noch. Den Stahlbolzen. Ganz ruhig. Alter. Ja, wie gesagt, das letzte Test geht so lange, bis wir sterben. Ich glaube, der verzieht sich. Okay. Gehe ich mal in den ganz sneaky Modus. Eieiei, bis zum Haus, bis zum Haus. Komm, das schaffe ich noch. Okay. Komm schon. Ein bisschen weiter. Umdrehen. Okay. Alter. Scheiße, irgendwie muss ich hier runterkommen, ey. Von diesem scheiß Gelände. Oh, fuck. Ich weiß nicht, ob das hier die beste Möglichkeit ist, einfach so rüber zu laufen über die Schiene. Aber wobei? Zombies in der Nähe sind jetzt nicht mehr so, quantitativ. So. Open Door. Ah, hier steht überall nur. Oder? Ja, hier ist überall nur Müll. Müll, 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 Müll. Hier findet man auch nichts anderes. Da ist ein Zombie. Eieiei. Alter. Da war gerade ein Zombie-Spawn, ne? Oh ne. Ist jetzt doch gespawnt? Was ist das denn für ein Kack? Tolle. Ja, nein! Ah, der bleibt stehen. Okay, ach, da hinten ist schon der nächste Hafen, ne? Ach Gott, hier kommt man noch nicht zur Ruhe. Egal, ich mache jetzt einfach mal den hier. Dann kill ich dieses scheiß Zombie. Ah! Gut, ich hab's getroffen. Scheiße, ich blute, ey. Fuck, und ich habe nur eine Bandage. Das heißt, wenn ich jetzt anfange zu bluten, kann es sein, dass ich einfach eiskalt verblute.
Ja, das ist, es gibt ja auch diese Leute mit der Krankheit, dessen Blut nicht so, ich sag jetzt mal, krustig wird, ja, die keine Borken kriegen. Und dann einfach bei so einem ganz, ganz kleinen 1 Millimeter, ja, Schnitzer, da 20.000 Liter Blut rausströmt und dann sterben die. So ähnlich ist das hier in Daisy. Da leiden wohl alle an diese Krankheit, dessen Name ich gerade leider nicht weiß. Keine Ahnung. Blut nicht fest werden, Krankheit. Fuck yeah. Ja, das ist die neueste Krankheit hier. Oh Gott, also dieses Spiel, das macht mich noch fertig, ey. Ich erwarte jederzeit irgendeine Scheiße. Ja, jetzt werde ich schon krank durch das Spiel. Und was ich vorhin auch sagen wollte in der Fabrikhalle, dieses Spiel spielt man ausnahmsweise nicht in Amerika. Nicht in Amerika! Es spielt in Russland, ja? Ja, in Sowjetrussia. Russia. Denn das ist dieses ganze Gelände, dieser ganze Kontinent, auf dem das hier spielt, Tscherneros, heißt es, glaube ich, der ist so an die Sowjetunion angesiedelt. Oder ja, dran angelehnt. Und das merkt man auch an verschiedenen Sachen, zum Beispiel, dass die Zombies alle Russisch sprechen und wir die deshalb nicht verstehen. Und auch, dass die Straßenschilder Russisch sind. Bipapoze, Katza, Tralala. Ihr kennt die ganze Schose da. Oh, das reimt sich sogar. Haha. Ich bin ein Poet. Ein Poet. So. Ich würde auch mal gleich gerne ein paar Häuser reingucken, anstatt nur in den Fabrikhallen, weil da ist dann natürlich ein bisschen geiler Loot drinne, also geile Sachen. So etwas so wie trinken, essen, vielleicht Bandagen, keine Ahnung, was weiß ich. Wobei man natürlich auf Fabrikgeländen gerne mal Waffen findet oder irgendwas wie sowas. Oder zum Beispiel auch meine Axt, ne? Also hat so beides seine Vorteile. So erstmal hier in der Fabrik rum und dann gucke ich mal. Ich weiß auch gar nicht, in welcher Stadt ich bin und so weiter. Ich bin ja ohne Karte völlig aufgeschmissen. Oh, hier liegen da ein paar schöne Sachen rum. So. Oh, Sardinen. Sardinen aus der Dose. Was ich die hier finde, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Wir haben auch noch so einen scheiß Rucksack, ne? Ich weiß zum Glück, wo Tscherno und Elektro sind. Das sind die beiden größten Städte hier. Und es müsste jetzt noch ein Dorf kommen nach diesem hier. Und dann kommt auch, glaube ich, schon Tscherno. Das ist die größte Stadt und da ist eigentlich so ziemlich immer einer. Und das heißt, da kommt es dann wahrscheinlich auf Menschenkontakt. Höchstwahrscheinlich. Ich hoffe es natürlich nicht. Ich will da einfach nur zum Supermarkt in Tscherno und dann kurz, ja, mir ein paar Sachen greifen da, ein bisschen was zu essen, trinken und so weiter und so fort. Und hoffentlich keine Menschen treffen. Außer ich kriege eine Pistole, dann will ich. Lol, der hat mich gesehen! Weg! Ja, und falls ich Menschen treffe, will ich wenigstens vorher eine Waffe haben. Weil sonst kann das scheiße enden, weil ich habe nur eine Axt und mit einer Axt kämpft es sich gegen Menschen eher schlecht. Wobei eine Axt natürlich lautlos ist und das ist in der Stadt natürlich auch sehr praktisch, weil wenn man in der Stadt, ich sag jetzt mal, eine fette Shotgun hat, ne, und einen Zombie abknallen muss, und dann schießt man und dann hat man da auf einmal 20 weitere Zombies stehen. Das ist so ein bisschen dieser Hydra-Effekt. Oder war das Hydra? Hydra, weiß ich gar nicht mehr genau. War das so früher bei Herkules, der hat doch immer einen Kopf von einer Hydra abgeschlagen und zack, sind zwei neue gewachsen. Was ist denn da hinten? Alter. Ach, das stimmt. Ich bin hier in Balotta, das sind die Militärzelte. Ja, also wenn ich da keine Waffe finde, dann weiß ich auch nicht. Ist natürlich die Frage, inwieweit ich da, naja, geräuschlos reinkomme, beziehungsweise ohne gesehen zu werden. Vor allem, wenn ich hier jetzt schon so rumsprinse, also das kann eigentlich nicht gut gehen. Wenn ich da nicht sterbe, dann sterbe ich in Tscherno. Aber ich verfolge die Strategie, entweder ich komme mit fetten Loot aus Tscherno hinaus, oder ich komme gar nicht mehr raus. Das sind so die beiden Optionen. Oder wir brechen uns beide Beine in Tscherno und hängen dann da fest. Das könnte natürlich auch sein. Scheiße, aber wenn ich gleich keine Zombies mehr dabei habe, muss ich auch noch mal gleich kurz was machen, um die FPS wieder ein bisschen zu erhöhen, weil die sinkt immer nach der Zeit hier bei dem Spiel. Und allgemein ist die ja sehr niedrig, aber das habe ich ja schon erzählt mit dem Server und so weiter. Pipapo. Okay. Jetzt muss ich irgendwie da reinkommen. Da sieht man auch schon Turm und so weiter. Auf den Türmen sind gerne mal M41 oder was weiß ich. Irgendwelche Pistolen. Ja, also da findet man echt geile Sachen, wenn man dann da hinkommt. So, Tor, geh auf.
Fuck. Okay, dann kill jetzt das Zombie. Der Zombie, das Zombie, die Zombie. Das ist nicht so killen! Okay, einer weg. Einer bleibt noch übrig. Scheiße, er hat mich getroffen. Blutig? Nein, ich blute nicht. Gut, praktisch. Hier. Okay, dann die Enfield-Magazin. So. Geh auf. Okay. Ist hier vorne noch was? Ein Kontrolleurstand? Nein. Gut. Dann hier auf. Es kann auch sein, dass man von der Tür dann erdrückt wird und dann bricht man sich ein Bein. Das ist mir schon mehr als einmal passiert. Und ich glaube, Zombies verfolgen mich wieder, deswegen gehe ich immer schnell auf den Turm rauf.